und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich kann euch sagen, ich habe angefangen dieses Video bestimmt 10 Mal. Habe immer wieder aufgehört, weil ich voll kurzatmig bin. Das ist jetzt gerade, fällt mir ein, auf, wie schlimm das ist. Ich hoffe, euch fällt das nicht so extrem auf und euch nervt das jetzt nicht so bei dem Video. Aber ich bin ein bisschen kurzatmig und ja, kann man halt nichts dran machen, ne? Es ist, wie es ist. Ich wollte heute mit euch über das Thema Geburt sprechen, denn ganz viele haben mich gefragt, Rosi, planst du einen Kaiserschnitt? Rosi, möchtest du eine Hausgeburt? Rosi, was hältst du von PDA? Rosi, was hältst du von Wassergeburt? Und da habe ich mir gedacht, ich quatsch einfach mal so ein bisschen drauf los, ob ich überhaupt so eine Wunschvorstellung, eine Wunschgeburt habe, wie alles super schön sein soll und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, geplanter Kaiserschnitt ist sowieso hier so weg, kommt hier gar nicht in Frage für mich, möchte ich nicht, muss jeder für sich selber wissen, aber für mich kommt das definitiv nicht in Frage. Und Hausgeburt ist eine schöne Sache bestimmt, ist aber auch nicht so meins. Rosi, alles nein, nein, nein. Ja, Hausgeburt ist jetzt, ich frage mich ernsthaft, wer macht das alles danach wieder weg? Würde mich interessieren, also könnt mir gerne erzählen, ich habe mich damit auch überhaupt nicht beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich steht es, was soll ich mich mit was beschäftigen, finde ich jetzt im Moment, wenn das überhaupt nicht für mich Thema ist, irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon, ne? So, was soll ich mich mit geplantem Kaiserschnitt oder Kaiserschnitt auseinandersetzen, wenn ich den eh nicht plane? Was nicht heißt, dass wenn es gemacht werden muss fürs Baby oder der liegt falsch oder was auch immer, habe ich nichts gegen Kaiserschnitt. Aber ich habe jetzt kein, ich will jetzt nicht sagen, ich muss unbedingt, ich möchte keine normale Geburt, ich möchte unbedingt einen Kaiserschnitt haben. Also das ist bei mir, ja, ist irgendwie kein Thema, deswegen mache ich mir darum auch keine Gedanken. Genauso wie um eine Hausgeburt. Ich finde das immer sehr schön, alles im Fernsehen und so ist immer alles immer so schön dargestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine schöne Erfahrung bestimmt ist, aber für mich ist es irgendwie, nee, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir noch nie richtig darüber Gedanken gemacht, über Hausgeburt, muss ich sagen. Aber nee, ich weiß auch nicht. Ist nicht so meins auch. Dann die Frage, voll oft auch, PDA ja oder nein? Also ich kann sagen, es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, wenn man hingeht und sagt, während der Wehen, ich möchte eine PDA. Es gibt Frauen, es gibt so viele Frauen, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall eine PDA. Niemals, will ich nicht. Und wenn sie dann die Wehen haben, nach 6 Stunden, nach 8 Stunden, sind die fertig mit der Welt und sagen, ich möchte eine PDA. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Da muss man sich nicht für schämen. Man ist nicht eine schlechtere Mutter als die Mutter, die nebenan keine PDA hat. Also, wir leben 2017 und also ich finde, das ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, sich was gegen die Schmerzen geben zu lassen. Also da sollte man sich nicht schämen und finde ich auch immer total doof, sowas dann zu sagen. Irgendwie gibt ja viele Gegner, gibt ja immer Gegner für alles. So, wisst ihr, was ich meine? Und gerade Thema Kinder, Geburt, stillen, nicht stillen, tragen, nicht tragen und so weiter, das wird ja immer so total ausdiskutiert. Im Endeffekt ist keine Mutter besser als die andere. Jede Mutter will das Gleiche und zwar nur das Beste für ihr Kind. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Und so sehe ich das. Und ich hatte eine Geburt mit PDA, eine Geburt ohne PDA. Und wenn ich mir aussuchen könnte, hätte ich gerne die Geburt so ähnlich wie bei Lamia. Das war sehr reibungslos. Ohne PDA. Und es ging super schnell. Und das war für mich, ist das eigentlich so das Wichtigste, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich da wirklich nicht 48, 74 Stunden Wehen habe, im Krankenhaus rumrennen muss. Das finde ich für mich mehr als unangenehm, muss ich sagen. Dieses Warten, ich bin ein ungeduldiger Mensch, ne? Wenn ich was will, dann muss es dann jetzt sein. Deswegen fand ich die Geburt von Lamia unheimlich angenehm. Auch wenn, als die Ärztin mir gesagt hatte, die Hebamme, ja, für PDA ist jetzt zu spät. Da habe ich gedacht so, das überlebe ich im Leben nicht. Aber das war innerhalb, das war so ein 2-3 Sekunden Gedanke.
Und ich habe auch den Schock in Dominiks Augen gesehen, als sie gesagt hat, der hatte mehr Angst als ich. Für PDA ist zu spät, das Kind kommt jetzt. Und ich nur so, wow, ohne Dominik auch. Der wurde direkt nochmal 30 Hauttöne heller, der war richtig weiß. Aber als es dann losging, war das extrem angenehm, muss ich sagen. Ich konnte mitarbeiten, was ich bei Jordan gar nicht konnte, weil ich die PDA hatte. Ich war da wie gelähmt, ging gar nichts. Das war nicht so schön. Und deswegen würde ich so eine schnelle, knackige Geburt, fände ich ganz gut, muss ich sagen. Die Lamia war mega schnell da. Mega schnell. Du musst rauskommen, dann läuft ein Truthahn rum, der lenkt mich ab. das finde ich, glaube ich, schön. So eine Geburt einfach, gut, du merkst, okay, es geht los, Wehenabstände so und so viel, fährst jetzt gemütlich ins Krankenhaus. Und als ich im Krankenhaus da war, als wenn die das gemerkt hätte, ging es sofort los. Das war unglaublich. Und das war schön. Das hätte ich gerne wieder. So, bitte, ne, hast du gehört, Krümelchen? Nicht die Mama ärgern. Und kompliziert bitte zur Welt kommen. Aber jedes Kind ist anders, jede Geburt ist sowieso anders. Also das kann auch sein, dass ich jetzt Pech habe und dann da 3 Tage im Krankenhaus rumwatscheln muss und dies und das und so. Aber ich bin da ganz ehrlich, so viele Gedanken mache ich mir da jetzt nicht drum, weil ich mir im Endeffekt denke, durchplanen kannst du sowas nicht. Das geht gar nicht. Also du kannst das nicht durchplanen, meiner Erfahrung nach, weil die Situationen sind immer anders und, wie heißt das? Also ich finde, so eine Geburt komplett strukturiert durchzuplanen und anzugehen, setzt einen auch selber voll unter Druck. Also ich sehe das voll locker, weil ich denke mir, das Kind kommt raus oder so. Egal, was ich plane, was ich möchte, das Baby macht eh, was es will, ne? Also, es kann falsch liegen oder irgendwas, sind Komplikationen, da will kein Mensch hoffen natürlich, aber das kann alles passieren. Und deswegen gehe ich ja ziemlich entspannt an die Sache ran und denke mir, ich gehe dahin. Ich habe den Dominik an meiner Seite, das ist mir das Allerwichtigste. Die Hebamme ist dabei, eine Ärztin oder ein Arzt ist dabei, der Ahnung hat, was er macht. Also wenn ich schon so einen komischen, also da achtet der Dominik auch genau drauf, ne? Wenn da irgendwie dieser komische Arzt da ist, der letzte Mal, wenn man da mich mal untersucht hat, da sagt er sofort so, gehen Sie mal weg. Also da hätten wir gern, also da werde ich auch den Dominik nochmal genau sagen, also wenn dieser Arzt dabei ist, dann schickt ihn sofort raus aus dem Raum. Den will ich nicht da haben. Aber ansonsten vertraue ich da ziemlich auf die Hebamme und der Dominik ist da, das ist schon mit das Wichtigste. Dass der Kleine gesund zur Welt kommt, ohne Komplikationen, das steht bei mir an erster Stelle, egal wie. Und das ist so das Wichtigste. Viele Gedanken mache ich mir da ehrlich gesagt nicht so drum. Ich mache mich da jetzt nicht verrückt, weil es kommt ja nicht jetzt. Und wenn es kommt, dann kommt es. Kannst du nichts dran ändern. Kannst nicht die Beine zumachen und sagen, ich will doch nicht. Geht nicht. Und im Endeffekt, plus minus null, sind wir jetzt, glaube ich, keinen Schritt weiter. Nein, aber ihr wisst ja so dann meine Einstellung, was ich möchte, was ich nicht möchte. Also bestimmte Sachen kommen für mich einfach nicht in Frage. Wenn es aber jetzt zum Beispiel, wenn ich das Ding an Kaiserschnitt ist, einfach dieser geplante Kaiserschnitt zu sagen, ich will das unbedingt, ist für mich, ich habe ja sowieso schon mega Angst vom Zahnarzt. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass ich plane, in den OP zu gehen, dass ich wach bin, dass alles, ich sehe es nicht, aber ich höre es. Und das reicht mir schon total. Und schon dieser Gedanke macht mich verrückter als die Geburt an sich. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Die Mütter wissen, was ich meine. Die gleiche Einstellung haben wie ich, die wissen, was ich meine. Deswegen ist so ein geplanter Kaiserschnitt, weiß ich nicht. Also wenn das jetzt gemacht werden muss, der Notwendigkeit halber, mache ich jetzt kein Drama draus, dann ist das halt so. Natürlich werde ich da schon ein bisschen panisch, glaube ich. Aber da heißt es einfach mal durchatmen. Mann gibt mir die Hand und dann schaukeln wir das Kind schon gemeinsam. Also das Baby kommt raus so oder so. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich den Kleinen dann im Arm halten kann und dass der gesund ist. Und dass es mir danach auch gut geht. Ist natürlich auch wichtig, dass es der Mutter auch gut geht. Und dass wir beide putzmunter wieder nach Hause gehen können. Und viele fragen auch, willst du sofort nach Hause gehen? Willst du da bleiben im Krankenhaus? Also ich war bei Joanna, weil da war natürlich eine andere Zeit. Mein Gott, bin ich alt, ey. Es war eine andere Zeit, da war ich 3 Tage im Krankenhaus. Bei Lamia waren es 2 Nächte. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen.
Und jetzt weiß ich nicht. Also ich kenne viele, ich bewundere und ich habe einen ganz großen Respekt vor Frauen, die das Kind kriegen, also zum Beispiel im Krankenhaus, und dann eine Stunde später zu Hause sind. Krass! Wie macht ihr das? Also, richtig krass. Finde ich richtig krass, weil nach Lamia war ich fix und fertig. Mein Körper war fix und fertig. Ich glaube, weil es auch so schnell ging. Ich hatte hier oben hatte ich Muskelkater. Das ist kein Witz, mir hat alles wehgetan. Ich hatte überall Muskelkater. Ich habe mich so angespannt. Wahrscheinlich auch ein bisschen vor Angst, klar. Und das Pressen und alles, aber ich habe mich so angestrengt. Also für mich war das richtig anstrengend. Und danach, also ich war richtig kaputt. Ich war fertig. Also ich hätte bei Lamia definitiv nicht nach Hause gehen können. Und hätte ich nicht. Also ich war wirklich froh, dass ich im Krankenhaus war. Und zumal da einen kleinen Vorfall noch gab mit der Kleinen und so, da war ich schon ziemlich froh, dass dann auch die Hebamme sofort da war. Und die hat sich dann im eigenen Fruchtwasser verschluckt. Das Fruchtwasser kam hoch. Und die ist grün und blau angelaufen und ich habe nur noch Panik gekriegt. Ich habe auf den Knopf gedrückt, habe die Tür aufgerissen, habe nur geschrien. Die kam sofort an, haben die Kleine genommen, sind ins Zimmer gerannt und haben das dann rausgesaugt. Die war schon dunkellila, also ja, Panik hatte ich da. Deswegen war ich auch ganz froh, dass ich dann im Krankenhaus war, weil wenn man hier zu Hause ist, huiuiui, da kriegt man glaube ich schon auch nochmal eine Extremladung Panik. Ja, ich denke aber auch, dass ich definitiv einen Tag da bleiben werde und einfach um selber mal so wieder auf Standby zu gehen und den Körper so ein bisschen Ruhe zu haben, weil gerade mit Lamia und so, die versteht das ja nicht und dass man dann halt ein bisschen liegen muss. Aber wie gesagt, ich finde es genial, dass es Frauen gibt, so Powerfrauen, die wirklich sagen, ich habe das Kind gekriegt, eine Stunde später, zwei Stunden oder was ich, gehen die dann nach Hause. Krass, ich finde es krass. Ich will es nicht schaffen, ich weiß das. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen eine Einsicht geben, wie ich so über das Thema denke, was ich so plane, was ich nicht plane. Weil wie gesagt, im Endeffekt plane ich gar nichts. Ich lasse einfach total auf mich zukommen, was da passiert und was nicht. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich ja drauf. Ich gehe ja an mein Baby. ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, das ist verrückt, ne? Ich weiß, das ist schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen, wenn man dann so bedenkt, dass ein Mensch in einen Mensch wächst. Wenn man sich mal darüber mache ich mir voll auf Gedanken und der Dominik auch, dass da wirklich ein Mensch in einem Menschen wächst. Das ist ein Wunder, das ist total krass. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema, ich schweife ab. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen haben solltet oder falls ihr unten irgendwas in die Kommentare schreibt, denkt daran, bitte nett zueinander. Die eine Mama ist nicht besser als die andere Mama, nur weil die hat ein PDA, die hat keine PDA, die hat einen Kaiserschnitt, die steht nicht, die hat ein Tragetuch, die hat kein Tragetuch. Wir wollen alle das Gleiche und das ist einfach nur das Beste für unsere Kinder und das ist das Wichtigste. So, das war der Abschluss, die Abschlussworte zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr natürlich noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich unten stellen. Aber ich denke, ich habe so einiges gesagt, wie ich so zu dem Thema Geburt stehe. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!